Ausgerechnet Marcel Hirscher hat mit Anna Fenninger Slalom trainiert. Dabei erlebt die Salzburgerin ein Déjà-vu. Ja, es war wirklich cool. Ich habe mich ein bisschen zurückgesetzt gefühlt, weil wir haben als Junge schon miteinander trainiert und es war sehr angenehm, aber er ist natürlich auf einem komplett anderen Niveau wie ich. Da kann man sich schon sehr viel abschauen, aber es ist sehr schwierig, das auch dann umzusetzen. Außerdem hängt es in der Superkombi nicht allein von einem guten Slalomlauf ab. Es ist sowieso wichtig, zuerst einmal einen guten Speed-Teil zu fahren und dann hängt es meistens vom Slalom ab, wie gut der gelingt. Und ich denke, ich habe jetzt ein paar gute Tage gehabt und kann schon zuversichtlich da in den Slalom einigen. Wie der Lauf dann wird, das hängt immer ganz stark auch von Tagesform und vom Rundherum ab. Konkurrenz könnte Anna Fenninger von Nicole Hosp bekommen. Sie erwartet für die Superkombi einiges. Ich meine, das ist die letzten Jahre doch immer meine stärkste Disziplin gewesen. Und hier fühle ich mich im Super-G sehr wohl. Und da taugt es mir sowieso. Und von dem her hoffe ich, dass ich da am Sonntag sehr viel zeigen kann. Selbstvertrauen haben die ÖSV-Damen genug getankt. In der Abfahrt am Samstag in Zauchensee fuhr Fenninger auf den zweiten Platz und Nicole Hosp auf Rang 5.